Nach dem Heimspielerfolg am vergangenen Wochenende gegen den VfL Osnabrück hat es am Mittwoch beim Auswärtsspiel des FSV Zwickau in Mannheim mit Punkten leider nicht geklappt. Nun will man im letzten Spiel der Hinrunde den Bock noch einmal umstoßen und in Dresden etwas Zählbares mitnehmen. Am morgigen Samstag kommt es um 14 Uhr in der Landeshauptstadt zum Derby. Der FSV erwartet 1.600 bis 1.800 Zwickauer Anhänger im Stadion. Ja, wir sind natürlich alle extrem enttäuscht, dass wir halt nicht unseren Sieg zu Hause gegen Rauchers krönen könnten. Wir haben halt meiner Meinung nach ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert, wo wir halt gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr ordentliche Szenen gehabt haben. Wir haben insgesamt sehr gut gegen den Ball gespielt, gegen eine Mannschaft, die halt sehr heimstark ist. Wir haben halt die nicht so viele Torchancen kommen lassen, natürlich, wo Martinovic allein auf den Raum Zeit zuläuft. Das ist eine Geschichte, was wir besser verteidigen müssen in der Entstehung. Aber sonst haben wir halt sehr ordentlich gespielt und deswegen ist es umso bitter, dass wir halt da keinen Punkt mitgenommen haben. Gerade in der letzten Minute das Gegentor kassiert zu haben, ist extrem bitter für die Mannschaft. Deswegen geil für uns, halt einfach ein bisschen die Köpfe frei zu bekommen. Natürlich sind wir sehr dankbar, dass wir noch eine Nacht in Mannheim bleiben dürften, dass wir halt einfach vernünftig ausschlafen könnten und dann halt die Rückreise am nächsten Tag angehen könnten. Es tat sehr gut. Ich glaube, die Mannschaft, dass sie halt einfach so ein bisschen diese Schlafrhythmus halt beibehalten könnten. Und jetzt zu heute geht es auch natürlich halt, Dresden vorzustellen als der Mannschaft und dann halt rauszugehen und halt taktisch ein bisschen zu arbeiten. Aber die Regeneration zwei Tage im Spiel steht immer noch im Vordergrund, sodass wir morgen halt in der Lage sind, halt 90 Minuten Gas zu geben. Personell sieht es so aus, dass halt Putzi uns immer noch fehlen wird. Jan Möker, Felix Brandt und Adam Süsac. Adam Süsac war auch die ganze Woche krank. Philipp Kösisch kommt dazu mit seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Mannheim und Löw ist natürlich gesperrt. Deswegen halt, ist die Devise jetzt frisch auf den Platz zu bringen. Für mich ist es halt ein Spiel gegen Dynamo Dresden. Ich weiß, dass halt hier in der Region viele Freundschaften, Verhältnisse zwischen halt Fanlager und das allem, aber für mich ist es ein ganz wichtiges Spiel, wo wir halt einfach dort bestehen wollen. Wir spielen in derselben Liga. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man halt, gegen Dresden ist es okay. Darf nicht unsere Mentalität sein in dem Spiel. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Ich glaube, wenn wir halt solche Leistungen wie in den letzten drei Spielen halt abliefern, dann haben wir da auch eine gute Chance zu bestehen. Und deswegen die Jungs, die auf dem Platz stehen, die sollen halt Gas geben, solange wie sie können. Und dann haben wir halt genügend Optionen auf der Bank zu wechseln, sodass wir halt dort was mitnehmen können. Also wenn man halt die, wir haben halt in der Kabine halt sehr oft heute Morgen halt darüber gesprochen, wenn man halt Hauptmann, Weihrauch, Schäffler, Goglia, Conte, Lewald, Will, Meier, Knipping, also das ist halt, wir haben zum großen Teil letzten Sommer zwei Liga gespielt, also die Probleme möchten wir auch mal haben. Wir konzentrieren auf uns. Wir wissen, dass halt Dresden eine sehr, sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen wird morgen, aber wir ja auch. Und deswegen sehe ich gute Chancen für uns. Natürlich die Ergebniskrise, was sie jetzt im Moment haben, kann eine Rolle spielen, aber letztendlich ist es für uns immer wichtig, dass wir auf uns konzentrieren, dass wir das umsetzen, was wir können. Wenn wir das tun, dann sind wir gegen jeden Gegner wirklich nicht chancenlos. Natürlich müssen wir halt dann umstellen, weil beide Philipp und Löw fehlen uns. Fricker kommt halt zurück. Lenny, der gelernte Innenverteidiger ist auch eine Option.
da in der Dreikette. Also wir haben halt Optionen, wir haben auch Ideen und wir haben halt Dresden oft genug gesehen, dass wir diese Ideen an der Mannschaft weitergeben können. Und deswegen, wäre es besser, wenn wir halt alle zur Verfügung hätten, aber das ist nicht der Fall und damit müssen wir umgehen. Ja, Toni, vielleicht noch, ist jetzt eine andere Situation bei so einer Verletzung, wo vielleicht die Berufsgenossenschaft dann auch einspringt, um jemanden zu holen noch für Philipp? Ja, also logischerweise war das für uns dann natürlich ein ziemlicher Schock. Wir haben das im Spiel schon gesehen, dass es nicht gut aussah. Und dann natürlich schon die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so wild ist. Dann auch mit der Maßgabe, dass wir jetzt 10 Wochen dann kein Spiel haben, war schon die Hoffnung, dass es vielleicht dann wieder gehen würde. Im Kreuzbandriss ist natürlich so, dass die Saison sehr, sehr wahrscheinlich einfach beendet ist für Kusi. Was mir natürlich auch sehr leid tut, weil er echt ein wichtiger Spieler für uns ist, aber noch viel wichtiger, ein super angenehmer Typ ist, auch im Mannschaftsgefüge sehr angenehm ist. Von daher machen wir uns natürlich Gedanken, haben das schon gemacht und unabhängig davon hätten wir uns ohnehin nach den letzten beiden Spielen zusammengesessen und überlegt, was wir vielleicht im Winter machen können. Die Geschichte von Kusi ändert das natürlich ein bisschen, wo wir auch da nochmal überlegen müssen. Aber vom Grunde her wissen wir natürlich, dass der Kader ohnehin schon relativ eng ist. Und wenn jemand dann bis Mai ausfällt, macht es schon Sinn, da über eine Verstärkung nachzudenken. Ich glaube vorab nochmal, Philipp Kusic haben wir jetzt schon das eine oder andere Mal darüber geredet, auch an dieser Stelle nochmal von mir und der Mannschaft natürlich alles Gute für ihn. Das ist für uns als Mannschaft ein schwerer Schlag. Für ihn persönlich natürlich sehr, sehr bitter, weil er, glaube ich, zuletzt auch sehr, sehr gut drauf war und uns enorm weitergeholfen hat da hinten. Wir hoffen, dass er positiv bleibt in diesen schwierigen Zeiten und wir rücken noch näher als Mannschaft zusammen und müssen jetzt halt schauen, dass wir diesen Ausfall kompensieren. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn wir die Spiele so wie die letzten Wochen angehen, von der Einstellung her und von der Herangehensweise, dass wir auch in Dresden bestehen können und dann auch 3 Punkte einfahren können.